Sein letzter Arbeitstag in Halle. Der HFC begrüßte am letzten Spieltag der Saison den SVW in Wiesbaden. Es ging sportlich um nichts mehr. Dafür gab es für alle Beteiligten vor dem Anpfiff noch mal eine kleine Dusche. Man wollte ja richtig hübsch ins Finale gehen. 7.500 Zuschauer waren guter Stimmung und eine Reihe von HFC-Spielern wurden gebührend verabschiedet. 11 Spieler insgesamt, fast alle waren da. Dann wurde Fußball gespielt. Der HFC hatte sich zum Abschluss vor den eigenen Fans natürlich einen Heimsieg vorgenommen. Und Redemann war nach 9 Minuten der Erste, der relativ nah an einem Treffer war. Starke Anfangsphase des HFC. 11. Minute Sternberg in seinem letzten Spiel für Halle. Die Flanke nicht gut geklärt. Kreuzers missglückte Hereingabe. Und im Zentrum Tom Zimmerschied. Nach 11 Minuten ging Halle in Führung. Zimmerschied ewig lang an der Schulter verletzt gewesen mit seinem zweiten Saisontor. Das tat vor der Fankurve natürlich besonders kurz. Der SVW in Wiesbaden nach einer insgesamt enttäuschenden Saison hatte mit den Anfangsminuten zu tun. Sie kamen schleppend rein ins Spiel, schon fast eine halbe Stunde absolviert. Dann mal Farouk mit einer guten Flanke und Nilsson, der Topstürmer, der da mal seine Kopfballstärke unter Beweis stellen konnte. Sven Müller im Tor musste aber nicht eingreifen. Aber so langsam strafften sich die Gäste. 34. Spielminute. Wurz, Kopf oben, die Flanke super und Jakobsen unhaltbar ins Netz. Der Ausgleich gut 10 Minuten vor der Pause. Erster Saisontreffer für den Dänen. Perfekter Kopfball gegen die Laufrichtung von Müller. 1-1 der Pausenstand, aber André Meyer, der Retter des HFC, trieb seine Mannen nach vorn. Markus Korzynski genoss das in aller Ruhe. Im zweiten Durchgang ebbte die Partie ab. Schon 67 Minuten rum, das wurde es mal wieder brenzlig. Hutz, der da beim abgerutschten und abgefälschten Schuss von Titch Rivero einfach gut spekulierte, aber Lyska im Tor mit glänzender Fußabwehr. 90. Minute, Halle war bereit für den Schlusspunkt und Kreuzer war ganz nah dran, aber Lyska verhinderte den Siegtreffer für Halle. Unterm Strich war es aber auch ein leistungsgerechtes Remis zum Abschluss und danach konnte gefeiert werden mit den Fans, mit der Familie. Alle waren da und hatten gute Laune nach einer langen Saison. Ach, meine Kleine war heute das erste Mal hier, war sicher ein schöner Moment für mich. Und ja, ich glaube, wie es so ist im letzten Spiel, ne? Letzte Woche ist großer Ballast von Schultern gefallen. Wir haben das Saisonziel, was wir uns im Winter gesetzt haben, erreicht mit dem Klassenerhalt. Und ja, dann erstmal ein bisschen gefeiert, dann bis am Mittwoch wieder beim Training. Und ja, dann heute alle gesund über die Bühne gebracht und das ist das Wichtigste. Wir waren ja auch relativ sicher schon und wir wussten, dass nach oben, nach unten nichts geht. Ich habe in meinem Leben schon stressige Situationen gehabt, aber natürlich freue ich mich auch mal runterzukommen. Das mache ich so in der zweiten Hälfte des Urlaubs und vorher macht man einfach mal nichts. In Halle wurde noch ein bisschen was gemacht, nämlich mit den Fans gefeiert. Der HFC und der SVW in Wiesbaden werden sich nächste Saison wiedersehen. Halle geht in die 11. Drittligasaison in Folge und der SVWW wird mal wieder in Sachen Aufstiegskampf ein bisschen was probieren. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.